Heilig ist die Unterhose, wenn sie sich in Sonn und Wind frei von ihrem Alltagslose auf ihr wahres Selbst besinnt. Fröhlich, ledig der Blamage, steter Souteränität, wirkt am Seil sie als Staffage, wie ein Segel leicht gebläht. Keinen Tropus ihr zum Ruhme spart des Malers Kompetenz, preist sie seine treuste Blume, Sommer, Winter, Herbst und Lenz. Die zwei Parallelen. Es gingen zwei Parallelen ins Endlose hinaus, zwei kerzengrade Seelen und aus solidem Haus. Sie wollten sich nicht scheiden bis an ihr seliges Grab. Das war nun einmal der beiden geheimer Stolz und Stab. Doch als sie 10 Lichtjahre gewandert neben sich hin, da ward's dem einsamen Paare nicht irdisch mehr zu Sinn. Waren sie noch Parallelen? Sie wussten's selber nicht. Sie flossen nur wie zwei Seelen zusammen durch ewiges Licht. Das ewige Licht durchdrang sie, da wurden sie eins in ihm, die Ewigkeit verschlang sie, als wie zwei Seraphim. Die Heldin. Mumme Kunkel geht voraus, wo's ein Tier zu schützen gilt. Tapfer hält sie ihren Schild vor die kleinste Ackermaus. Ihre Dienstmagd Lulu Hammer, welche Fleisch frisst wie ein Wolf, sperrt sie samt dem Kälblein Rolf eines Tags in ihre Kammer, legt ein Beilchen ihr parat, spricht: Wofern dir Fleisch so not, schlag denn dieses Fleisch selbst tot.